So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Blau in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Und ich muss sagen, mir ist die Ironie im letzten Part gar nicht so aufgefallen. Pummeluff ist ja im letzten Part gestorben und was nehme ich natürlich rein? Das Pokémon, was uns killt, nämlich Habitak, was sich mittlerweile auch zu Ibitak entwickelt hat. Hier einmal als Beweis, genau. Und das kann eigentlich ganz gut was, sage ich mal. Es ist, glaube ich, eine ganz gute Wahl. Es hat ja auch den Normalflugtypen, von daher passt das schon. Gut, aber jetzt geht's zurück nach Azuria City, denn dort können wir dann weitermachen, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Also, halt in Azuria City müssen wir dann nach rechts, da wo dieser Zerschneiderbaum war, wo wir schon einmal dran waren. Also, alles mit der Ruhe hier. Warum gehe ich durchs hohe Gras? Bin ich doof? Ja, das bist du. Okay, danke. Naja, auf jeden Fall geht es dort dann weiter und dort durch den Felstunnel. Als nächstes ist unser nächstes Reiseziel erstmal Lavandia. Die sagenumwobene Stadt, die man ja sicherlich kennt. Wer sie nicht kennt, der hat noch nie die erste Gen gespielt, denke ich mal. Obwohl, ich glaube, selbst wenn du die erste Gen nicht gespielt hast, kennst du das. Naja, auf jeden Fall geht es dort weiter in diese Richtung. Da haben wir jetzt auch wieder ein paar Routen abzuklappern quasi. Heißt also wieder, wir können ordentlich Pokémon fangen, tatsächlich. So, das müsste auch schon Azuria City sein, ne? Ruckzuck geht das hier. Ist halt echt nicht so lang, der Weg bis dorthin. Achso, ja. Ist halt echt noch doof, dass man immer automatisch Zerschneider anwählen muss. Nervt mich ein bisschen, aber was soll's. Müssen wir uns auch noch überlegen, wie wir Blitz beibringen. Aber ich habe schon eine Idee. So, mal kurz auf die Karte gucken. Mal ganz kurz auf die Karte gucken. Wo wir hier sind, Route 9. Da haben wir noch kein Pokémon gefangen. Ja. Warte mal. Sorry. So, einmal zurück bitte hier. Ich will auf Route 9 gucken. Okay, Route 9 Felsonne, Route 10 Lavandia. Alles klar. Gut zu wissen. Du bist eine Trainerin, oder? Jo, bist du. Du trägst Pokémon bei dir. Lass uns kämpfen. Okay, wenn es sein muss. Ich will aber nicht. Na gut. Pfadfinderin möchte kämpfen. Setzt ein Bibo ein. Das gefällt mir. Ach ja, es geht schon. Es geht schon klar. Ist jetzt nicht das Problem für Sandama, würde ich mal sagen. Na gut, Käfer oder Gift also. Es sind Gift-Pokémon. Na gut. Dann einmal wieder unseren Salat rausholen. Alles Klärchen. Und ich klinge vielleicht ein bisschen komisch. Zum einen habe ich gerade voll das Pappmaul. Weil ich irgendwie ein bisschen Gurgelwasser hier, also zum Zähne reinigen. Das macht meinen Mund voll taub irgendwie, das ist ganz komisches Gurgelwasser so. Und halt zum anderen, ja, die guten alten, der gute alte Heuschnupfen. Aber naja, was soll's. So, Schnitzel erreicht auch Level 25. Das ist doch sehr schön eigentlich. Aber ich würde dann doch gleich erstmal ein anderes Pokémon trainieren wollen, weil Level 25 ist dann doch jetzt schon ein bisschen was, von daher können wir ihn mal von der Spitze nehmen gleich. Kühlsalat erreicht auch Level 24, das ist immerhin auch schon mal was. Und noch ein Smogon, alles klar, kein Problem. Ich glaube, Smeppo lernt auch gar nicht mehr so krasses, es lernt noch Psystrahl. Und dann mal gucken, ich denke mal, ich werde ihm Blitz beibringen müssen. Soweit ich weiß, müsste Smeppo das können. Und ja, mal gucken. Du hast gewonnen. Okay, wunderschön. So, wen nehmen wir denn mal an die Spitze? Wer hat das niedrigste Level? Steak und Broiler? Dann nehmen wir mal Broiler an die Spitze. Damit wir den auch mal wieder in Aktion erleben. Würde ich mal behaupten. Ja, du bist doch ein Trainer, oder? Endlich kommt jemand. Mir war richtig langweilig. Oh nein, du Ärmster. Es tut mir ja fast schon leid. Eigentlich nicht, aber tun wir mal so. Oh, mein Pappmaul hier. Normal-Pokémon. Mhm. Okay, damit kann ich umgehen. Ja, Schnabeldruff da. Und ja, das Ibitak hat auch die Attacke, die uns K.O. gemacht hat letzten Endes. Der gute alte Furienschlag. Die alte Furie. Aber naja, was soll's. Was soll's. Für Ersatz haben wir gesorgt. Und wir haben noch relativ viele Pokémon auf der Bank, von daher ist das ja jetzt nicht so dramatisch. Es war schon traurig, weil ich
noch in diesem Part den Mondstein gefunden habe. Ich hatte es noch nachgeguckt, in welchem Part wir den Mondstein gefunden hatten. Das war noch diesem Part leider. Und ja, dann sollte es nicht sein. Es sollte einfach nicht sein. Naja, was soll's. War das etwa schon alles? War das schon alles? Oh, ich habe kein einziges bereites Pokémon übrig. Ach Mensch, das tut mir leid. Fluffin TM30, welche ist das? Ist die wertvoll für uns? Oder ist sie wieder so trashig? Teleport-Trash. Braucht doch keine Sau, aber hier die VM5 Blitz müssen wir mal beibringen. Smeppo kann's nicht in dieser Gen. Ah, okay. Dann müssen wir gleich mal einen VM-Sklaven suchen, der Blitz könnte. Also, sobald wir in den Felstunnel gehen wollen. Das ist jetzt aber doof. Hude 9, Azuria-Zilli-Felstunnel, wunderschön. Ah, das ist ein bisschen doof. Hey, wer bist du? Deine Pokémon sehen fit aus. Hab so das Gefühl, wir könnten sonst eventuell Schwierigkeiten kriegen, dass wir kein VM, obwohl Paras dürfte Blitz können, oder? Also bei Paras habe ich noch die Hoffnung, dass es Blitz können dürfte. Aber mal gucken. Mal gucken. Das war Paras halt vorübergehend als VM-Slaven reinnehmen, nur für den Felstunnel halt. Ja, es sollte schon passen, denke ich. Ich glaube, das dürfte es sein. Naja, mal gucken. Wir werden schon was finden. Wir werden das schon irgendwie machen. Sonst gehen wir halt blind durch den Felstunnel. Nee, das machen wir nicht. Das ist mir zu doof. Aber halt. Ich denke mal, da finden wir schon eine Möglichkeit. Wie Donnerwelle. Boah, hat Donnerwelle einen ekligen Sound, muss man sagen. Also das ist echt kein schöner Sound. Dann nimm doch halt zu an Agilität. Bist du auch so nicht schon schnell genug, dadurch, dass ich eine Para drin habe. Mach doch, was du willst, aber lass mich in Ruhe. Wunderbärchen. Ach ja, zum Glück gibt es hier noch nicht so viele Drachen. Aber ja, schnell und präzise besiegt. Nur wenn ein Arenaleiter dann später Drachen-Pokémon hat, dann könnte das echt eklig werden. Stehe jeden Tag früh auf, um meine Pokémon in ihrem Kokon zu pflegen. Und ich hoffe, keiner der Top 4 hat Drachen-Pokémon. Weil sonst besteht das ja nur aus Dragoran wahrscheinlich. Das wäre eklig. Das wäre sehr eklig. Aber naja, mal gucken. Mal gucken. So. Das ist jetzt mal gar nicht so cool, aber schauen wir mal. Ja, war mir klar. Alles gut, wir machen erstmal alle Tränen auf dieser Route und dann schaue ich mich mal wahrscheinlich am Anfang des nächsten Parts um, wer dann Blitz erlernen könnte. Sonst muss ich noch einen VM-Sklaven fangen, so ist das dann halt. So, bitte auch 5 Treffer hier, dankeschön. Ivitak, hast du fein gemacht. So, gleich nochmal hinterher hier. Ja, ich werde gleich wechseln. Das ist mir doch ein bisschen zu doof. Das ist mir ein bisschen zu doof, muss ich sagen. Ein minimales Bissel. Ja, komm. Willst du mir schon anhaben? Außer mich Sandwirbeln. Ich hasse Sandwirbel. Vor allem, weil das auch sofort wirkt, gefühlt. Also, weil es immer hilft. Ey, das ist doch nicht wahr. Der eine ist paralysiert, der andere wird gesandwirbelt. Das ist nicht wahr hier. Also ätzend. Das ist richtig eklig. Aber naja, was soll's. Wunderbar. Alle erreichen ein Level up, das ist doch auch was Schönes. Auch mal wieder was Feines. Ja, Porenta sollte mir eigentlich nicht viel können, oder? Okay. Hatte gerade schon wieder Angst hier vor dem Furienschlag-Kritz. Das ist alles okay. Das ist okay soweit. Na komm, was soll der machen großartig außer Furienschlag? Furienschlag macht nicht viel, von daher habe ich da keine Bedenken. Na gut, mit einer gesenkten Verteidigung will ich das dann aber doch nicht riskieren, muss ich sagen. Na komm, dann zu Schnitzel, der ist ein bisschen robuster. Der sollte ein bisschen robuster sein. Ja, siehst du mal. Dann Schlitzer, möglichst ein Crit hier. Ach ja, wunderschön. Ja, Schnitzel ist schon ein gutes Pokémon, muss ich sagen. Was? Das war die reinste Zeitverschwendung. Für dich vielleicht. Für mich nicht. Ich hab dich geownt. So, dann kann Steak auch mal in die Spitze. Kann auch noch ein Level Up vertragen, muss ich sagen. So, und dann fangen wir erstmal ein neues Pokémon, würde ich sagen. Gucken wir mal, was wir bekommen. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt. Genau, Forest. Genau. So, was kriegen wir? Sandan haben wir leider schon.
Was heißt leider? Haben wir schon. Also ich würde noch einen Sand anfangen, so als Backup, aber nee. Nee, nur wenn wir wirklich gar nichts anderes finden auf der Route hier. Nur dann, sonst nicht. Reddan haben wir auch schon. Tut mir leid, Reddan. Für dich ist leider kein Platz im Team. Also, wäre es auch so nicht. Auch das Reddan, was wir gefangen haben, ist jetzt nicht so, so nice, muss ich sagen. Da wäre ein Slimer doch noch meine Ehrewahl für ein Gift-Pokémon. Taubsi haben wir leider auch schon. Ah, ich sehe schon kommen, wir finden hier nichts Vernünftiges. Ich sehe es kommen. Na komm, jetzt gib mir mal was Cooles. Das ist ein Rettern, das haben wir schon. Das hatten wir auch schon mal. So, ich würde jetzt noch einmal noch zwei Versuche hier durchwagen und sonst gucken wir mal, ob wir nicht vielleicht irgendwie angeln oder so. Ich glaube, später gibt es noch ein Wasserabteil auf dieser Route. Ja, noch einmal jetzt und dann ist es erstmal egal, wenn wir jetzt hier nichts fangen. Merke ich mir das mal. Wenn wir hier nichts Neues finden. Wenn wir hier nur die gleiche Scheiße immer wieder finden. Na komm. Na komm. Ich warte auf dich. Mein einzig wahres. Was hätte ich denn gerne? Ich weiß nicht. Ich hätte ein Pflanzen-Pokémon gerne. Hm, das ist ein Rettan. Das ist kein Pflanzen-Pokémon. Na, dann soll es mir erstmal egal sein, muss ich sagen. Dann tschüssi. Sei mir springt jetzt noch was an, aber tut es nicht. Na gut, dann ist es erstmal egal. Gucken, vielleicht finden wir später hier noch ein Pokémon auf der Route. Ist nicht so unabwegbar. So, dich habe ich noch nicht besiegt. Ich will ich aber gleich noch besiegen. Gut, dann zeig mal her, was du hast. Ha, wie wäre es mit einem Kampf? Na, dann zeig mal her, was du hast hier. Zeig mal her, du. Mi Frendo. Kleinstein. Okay, Kleinstein hätte ich eigentlich auch ganz gerne, muss ich sagen. So grundsätzlich fände ich das nicht so verkehrt. Ah, Kaviar ist natürlich jetzt schon stark geschwächt. Ist nicht so nice. Aber dann muss das Schnitzel nochmal ran hier. Das sollte. Das überlebst du, oder? Okay. Ui. Hatte Angst. Ich hatte sehr doll Angst. Hatte doch jetzt schon minimal den Stift in der Hose. Dass wir jetzt Sandama auch noch kurz hintereinander verlieren. So. Ich hatte erst einen Verlust. Ich möchte jetzt nicht einem random Trainer irgendwas verlieren hier. Ja? Das wäre nicht so schön gewesen. Das wäre wirklich nicht schön gewesen. Aber es ist ja nichts passiert weiter. Also alles im Buddha. Alles ganz entspannt hier. Haha, ein fairer Kampf. Aber das Finale, das, ja, ist halt bumm gemacht. Ne? Ich hoffe, das passiert nicht irgendwann, wenn ich es nicht haben will. Sagen wir es mal so. Achso, ich werde jetzt nochmal ins Pokémon Center gehen und dann gehen wir weiter die Route entlang. Weil mein Team ist jetzt doch schon ganz schön per se, ganz schön geschwächt. Vielleicht finden wir jetzt auch ein Pokémon, was wir noch nicht haben, wollte ich gerade sagen. Aber nee. Aber nee. Nein, was soll's. Ich gehe jetzt hier nochmal einmal durchs Gras. Pummelhof. Aber nein, ich hab mir schon. Eventuell, aber nein. Nein, ich mochte Pummeluff sehr und ich kann es nicht ersetzen, einfach so. Flashbacks. Es tut mir weh. Es tut mir sehr, sehr weh, das zu sehen. Könnt mir auch nicht einfach einen Pummeluff andrehen hier. Wenn erst zuletzt ein Part meins gestorben ist. Ein guter Eierkuchen. Ach ja, ich bin jetzt deprimiert. Ich kann nicht mehr weitermachen. Nein, Spaß. Oh Mann. Aber es ist schon, der erste Verlust ist immer der schmerzhafteste, glaube ich. Gut, und dann, wenn man alles verliert, das ist das noch schmerzhaftere. Das will ich ja aber auch nicht erleben in diesem Let's Play, bitte. Ich möchte das durchziehen, bitte. Ich möchte diese Nuzlocke bis zum Ende durchhaben. Das wäre schön. Ich kann nichts versprechen, aber das ist mein Ziel.
ohne vollkommen drauf zu gehen, bitte. Ja, danke. Oh man. So, schnitze Wald deines Amtes und zerschnitze diesen Baum. Zerschnitze ihn, schnitze. Hahaha, witzig, witzig. Hätte ihn einfach Geschnitze das nennen sollen. Wäre auch ein schöner Name gewesen. Ist auch noch ein schöner Name, wenn ich. Aber ja, passt eigentlich nicht zu irgendeinem Pokémon in dieser Gen. Es wäre ein Sengo oder so. Das ist keine Chance gegen meine Käfer-Pokémon. Ich glaube nicht, dass du Käfer-Pokémon hast, aber zeig mal her. Wenn du jetzt doch Käfer-Pokémon hast, dann fühle ich mich verarscht. Du hast Boden-Pokémon. Okay, dann möchte ich Kaviar gleich rausschicken. Einmal mein Kaviar, bitte. Danke. Wunderschön. Wunderschön. Ja, ja, mach das ruhig. Ich greife eh speziell an. Von daher ist mir das relativ wumpe, was du da machst mit deinem Heuler. Ja, sollte auch relativ down sein. Relativ schnell down sein, würde ich sagen. Dickter ist fragil wie Sau, das wissen wir ja. Und wenn du jetzt nur Dickter hast, dann sollten wir die nicht viel anhaben können. Also ich weiß gar nicht. Ja, Dickter kann ja eigentlich nur Kratzer und Schaufler auf diesem Level. Aber selbst ein Schaufler würde mir nicht allzu viel machen, würde ich sagen. Würde ich mal so behaupten. Kann ich natürlich. Okay. Kleinstein. Nicht Boom machen. Bevor ich dich nicht besiegt habe. Zum Glück hat es doch keine Robustheit, so kannst du dich nicht boomen. Aber ja, jetzt fangen sie an zu boomen. Das habe ich voll vergessen. Meine Käfer-Pokémon, das waren Boden-Pokémon, aber ist okay, du Depp. So, da haben wir nochmal einen Grasflecken. Da suchen wir auch nochmal ein Pokémon. Ich gehe durch den Felstunnel nach Lavandia. Wunderbar, ich werde aber nur 3 Versuche oder so für verschwenden. Wir werden diese Route auf jeden Fall bis zum Felstunnel. Ja, wir versuchen bis zum Felstunnel zu kommen. Ich will noch nichts versprechen, aber eventuell wird der Part ein bisschen länger. Ich werde es mal erstmal so sagen. Also, ich glaube, der bis zum Felstunnel ist noch ein leicht weiter Weg, von daher will ich noch nichts versprechen, aber ich versuch's. Ich versuch's zumindest. Hallo Dito. Ach ja, da freut sich meine Freundin mal wieder, ein Dito zu sehen, aber nicht, dass ich es besiegen muss. Tut mir leid, Dito. So, du dürftest nicht viel können. Ja, außer das, was ich kann. Ist also nicht so viel. Gut, wunderbar. Gut, dann reicht Steak auch Level 23 und Energiefokus? Nee. Nee, wirklich nicht. Nee. Nee. Die Sache ist, Doppelkick erlernt sie erst auf Level 50. Von daher, und das ist halt so die einzige Attacke, die noch spannend wäre. Aber die ist jetzt auch nicht so krass. Von daher würde ich tatsächlich überlegen, bald mal Nidorino zu entwickeln. Es muss gerade schon ganz schön einbüßen, so irgendwie ist es nicht mehr so nice. Muss ich mal ganz ehrlich gestehen. Halt so. Ei, ei, ei. Ich weiß noch nicht. Ich denke mal, ich werde es entwickeln, bevor es. Naja, bevor es drauf geht wie Pummeluft, ne? Mit dem Part sage ich es noch und dann geht's drauf, ne? Hier habe ich mich übernommen. Da hast du vollkommen recht. So, hier ist nochmal ein Grasfleckchen. Ich möchte mal was anderes an die Spitze setzen. Weil, ja, ich möchte jetzt nicht mit einem angeschlagenen Steak schwächen. Mit einem angeschlagenen Steak vor allen Dingen. Das klingt so dämlich, wenn man die Pokémon-Essensnamen, wenn man den Pokémon-Essensnamen gibt. Aber gut. Ja, gut, Habitat haben wir schon. Haben wir auch im Team gerade. Also, das schon mal nicht. So, wie gesagt, 3 Versuche hier und dann ist es egal. Erstmal. 3 Versuche in diesem Grasbüschel und dann ist es egal, was kommt. Also, dann ziehen wir weiter. Rettern, okay. Auch nicht so. Ja, wir werden den Part ein bisschen. Der Part wird ein bisschen länger, würde ich sagen. Wenn er bis zu 30 Minuten geht, dann ist das heute schon okay. Montag, da kann man doch mal machen. Dickter haben wir auch schon. Ich habe gerade überlegt, haben wir Dickter schon? Aber ja, haben wir. Jetzt hätte ich es sogar gefangen, also. Dickter wäre jetzt nicht so schlecht gewesen, muss ich sagen. Damit wäre ich ganz zufrieden gewesen, aber wir haben ja schon Dickter, ist mir gerade wieder eingefallen. Du hast keine Chance, du kleiner Rabauke. Nenn mich nicht Rabauke, du Arsch. Du Arsch. Was soll denn das? So, der Wanderer möchte kämpfen und setzt ein Dodo ein. Okay. Damit kann ich leben. Glaube ich. Boah, was sollte mir Dodo können?
Was sollte mir ein Dodo können? Eigentlich nicht viel. Also, halt solange ich nicht Smeppo draußen habe. Flug oder normal? Ich sag normal. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Oder er hat einfach drei Dodo. Dann kann ich niemals sagen, was er gehabt hätte. Also was für ein Typ mehr trainiert hat. Schlabbel macht aber ganz schön ordentlichen Damage. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Aber gut. Ja, er setzt drei Dodo ein. Also Flug oder normal trainiert er. Wer weiß das schon. Und wir sorgen für Verbrennung. Das ist doch schön. Das ist doch was ich gerne mache. Für Verbrennungen sorgen. Im Unterleib vor allen Dingen. Was? Was? Okay, gut. Was ist passiert? Was ist nur mit den Tomaten passiert? Fragte er sich. Und ich antwortete ihm darauf, ich habe keinerlei Ahnung. So, setzen wir mal den Bräuler an die Spitze. So, du willst noch kämpfen? Das sehe ich dir an. Trau dich ruhig mit mir zu kämpfen. Ich dachte, sie sagt jetzt, trau dich ruhig mit mir zu flirten. Ich dachte es wirklich kurz. Aber nein. Nein, nein, sowas machen wir hier nicht. So eine Schweinerei. Wieso ran weiblich hat auch so einen hässlichen Sprite irgendwie, muss ich sagen. Also wirklich ein schöner Sprite ist. Also schöner Sprite ist das nicht. Und was auch ganz gut ist mit Broiler, haben wir wenigstens wieder was Fliegen hat im Team quasi. Also was regulär Fliegen einsetzen kann. Müssen wir nicht extra einen VM-Sklaven reinnehmen. Das ist ganz gut eigentlich. So, für den Verlauf des Spiels. Nur halt, dass wir jetzt gleich jemanden mit Blitz brauchen, das kotzt mich ein bisschen an, aber was soll's. Das war zu viel des Guten. Vor allem bei Paras, also wenn Paras das können sollte. Paras ist halt nicht so nice, muss ich sagen. Also halt, was die Attackenvielfalt angeht, ne. Es kann halt nicht viel, muss man dazu sagen. So, schauen wir mal. Nochmal ein Grasbüschel, wo wir absuchen können. Also ich werde jetzt hier drei Versuche noch. Okay. Keine drei Versuche. Zubat haben wir noch nicht. Will ich auch gar nicht großartig schwächen, muss ich sagen. Nee, ich glaube, da werfe ich gleich einen Ball. Sorry, aber das ist mir zu heikel, das anzugreifen. Bleib doch sofort drin. Wunderbar. Zubat wurde gefangen. Wunderbar. Ach ja, dieses Pokémon lebt in Kolonien an dunklen Orten. Es identifiziert und ortet Ziele mit Ultraschall. Ich habe auch den perfekten Namen dafür. Wir nennen es einfach Knoblauch, einfach dem Widerspruch zu willen quasi. Knoblauch. Wunderbar. Ist halt auch so ein Pokémon, was... Ja, obwohl, hier ist Zubat noch nicht ganz so nice. Erst mit X-Bug wird Zubat nice. Wunderbar. Wunderbärchen. So, hier haben wir nochmal ein Pokémon Center. Und da ist auch gleich der Felstunnel, ne? Komm, wir gehen jetzt ins Pokémon Center, reden hier mit einem, machen noch die Trainer bis zum Felstunnel und dann für den nächsten Part gehen wir dann da rein. Ich habe für ein nutzloses Nugget 5000 Euro bekommen. 5000 Poké-Dollar. Ich habe gehört, dass ein Lavandier böse Geister spuken. Indeed. Ihr Element macht manche Pokémon anderen gegenüber stärker bzw. schwächer. Das hast du gut erkannt. Willkommen im Pokémon Center, bliblablub. Ja, wir machen jetzt noch die Trainer bis zum Felstunnel hin. Und dann werden wir da den Part beenden quasi. Ich denke, das ist ganz gut. Das ist ein guter Kompromiss. Denke ich, weil den Felstunnel will ich jetzt nicht machen. Gut, das ist glaube ich auch nur ein Trainer oder zwei. Mal gucken. Jedes Mal, wenn ich in einer Pokémon Arena gekämpft habe, wurde ich besiegt. Oh nein, dann musst du besser trainieren, damit du stärker wirst. Aber gut, was hast du denn so zu bieten? Dodo. Na, kommen jetzt auch alle mit ihren Dodos, also ich weiß ja nicht, was das soll hier. So viele Dodos. Jetzt mal Furienschlag ein, in der Hoffnung, dass wir fünfmal treffen. So wie es mich getroffen hat damals. Ah, wir treffen nur dreimal. Wunderbar, toll. Juhu. Naja, was soll's. Ein Schnabel noch drauf und alles wird gut. Giri, Pipi. Okay, die hat normal Pokémon also. Pipi sollte mir eigentlich nicht viel können, oder? Eigentlich nicht. Grundsätzlich nein. Ich muss dann gleich mal gucken, was ich erstmal rauswerfe für Paras quasi. Paras wird kein festes Teammitglied, würde ich sagen. Also, das heißt, ich werde das auch nicht im Rahmen anpassen. Ja.
Nein, nicht schon wieder. Aber das werden wir ja dann im nächsten Part sehen, würde ich sagen. Feuerwehr? Okay. Gut, dann, ja. Also. Ich überlege. Ich überlege mir erstmal bis zum nächsten Part, was wir rauswerfen. Ich bin dafür, wahrscheinlich erstmal Salat für einen Moment rauszuwerfen. Aber ja, mal gucken. Gut, ich hoffe aber, der Part hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, Tschüssikowski, euer Flosstv. Bye, bye.